Einmal ist es sehr schade, dass wir zu Hause nicht gewonnen haben. Wir wollten ja auf jeden Fall 3 Punkte holen. Wir wollten ja so schnell wie möglich von da unten raus. Leider hat es jetzt nicht so funktioniert. Wir haben nicht gut begonnen, hatten 15 bis 20 Minuten gebraucht, überhaupt ins Spiel zu finden. Wir waren nicht bissig, wir waren nicht in den Zweikämpfen. Die Räume haben wir nicht zugekriegt. Wir waren zu weit weg von unseren Mitleuten. Gepresst haben wir leider auch nicht in der Zeit. Und somit hatte Uwe das Spiel in der Phase in der Hand gehabt. Danach passiert das 1-0, was wir eigentlich auch vermeiden wollten. Und zwar klar, dass Ohr aus jeder Distanz, wie sie wollen, auch schießen. Das war uns bewusst, aber leider haben wir den Fuß nicht dazwischen gekriegt. Wir waren sich konsequent genug und somit waren wir dann 1-0 Rückstand. Schade an und für sich, wir hätten hier 3 Punkte verdient, muss ich sagen. Aufgrund der Chancen, Elfer oder nicht Elfer, sah für mich aus wie ein Elfer. Dennoch die große Chance von Maxi, alleine vom Torwart. Im Großen und Ganzen haben wir hier 2 Punkte liegen lassen. Die andere Seite, die positive ist, nach dem 1-1, wir haben nicht verloren, weil in der letzten Minute hatten wir bis jetzt sehr, sehr viel Pech gehabt und immer ein Ding gefangen. Das ist diesmal nicht passiert, von daher kann ich damit gut leben. Wir waren nicht bei den Männern richtig dran. Das Tor ist ja so passiert, dass wir, einer geht hoch zum Kopfball, bekommt ihn nicht richtig, dann ist der nächste Mann nicht beim zweiten Ball dran und so machen die das Tor von 20 Metern, Pfosten rein, irgendwie Glück. Aber dann sind wir ja nochmal gut zurückgekommen. 20 Minuten waren wir wirklich... waren ja fast nicht in unseren 16er. Danach mussten sie irgendwann aufwachen. Das Tempo kann man nach 90 Minuten halten. Und ja gut, dann haben wir leider das Ding gefangen. Viele Torschancen hatte Borsbüttel nicht, aber gut, ist so. Wie gesagt, ich kann damit leben mit dem Punkt. Ja, das hatte ich ja vorweg gesagt gehabt, dass die Jungs sich reingebissen haben, angefangen haben, wieder miteinander Fußball zu spielen. Das Stellungsspiel wurde besser. Wir waren bissig an den Zweikämpfen. Wir haben uns mehr unterstützt, auch den Nebenmann. Und dann merkst du dann auf einmal, wir sind fußballerisch, sind wir eine gute Truppe. Das müssen wir uns einfach trauen. Wir müssen einfach mehr investieren. Und wenn wir mehr investieren, dann wird es auch für den Gegner schwierig. Und das müssen wir aber von Anfang an spielen und nicht, wir brauchen wieder eine Zeit oder wie in Sasel, nach 30 Minuten haben wir einen Absturz. Wir haben ja 30 Minuten wirklich klasse gespielt. Das darf nicht passieren. Wir müssen mal versuchen, eine Konstant reinzubringen. Und dass man nicht 90 Minuten lang pressen und nur noch nach vorne spielen kann, das ist mir auch bewusst. Aber dann macht man es cleverer. Ja, dann lässt man sich ein Stück weit fallen, man macht die Räume dicht, man steht kompakt und dann spielt man nach vorne. Aber das... Wir haben wieder neue, viele Spieler und sie müssen das lernen und ich hoffe, das kriegen wir auch noch hin. Da bin ich guter Dinge.